Diese Präsentation thematisiert die schalltechnische Untersuchung zum achtstreifigen Ausbau der A3 zwischen der Anschlussstelle Leverkusen-Opladen und dem Autobahnkreuz Hilden und unterteilt sich in zwei Teile. Im ersten Teil werden kurz die Grundlagen der schalltechnischen Untersuchung im Rahmen der Vorplanung vorgestellt. Der zweite Teil stellt die Ergebnisse dieser Untersuchung am konkreten Planungsabschnitt dar. Im Rahmen von schalltechnischen Berechnungen werden Beurteilungspegel ermittelt. Diese unterteilen sich in die Zeiträume Tag von 6 bis 22 Uhr und Nacht von 22 bis 6 Uhr. Hierbei werden die berechneten Schallpegel über den Beurteilungszeitraum gemittelt. Die Berechnung berücksichtigt zusätzlich die Einflüsse auf dem Ausbreitungsweg von der Quelle bis zum Empfänger. Dabei handelt es sich vor allem um die Pegelminderung über die Entfernung, Einflüsse von Wind und Temperatur, die Dämpfung über Einflüsse des Bodens und von Abschirmungen. Bei der Berechnung und Beurteilung von Schallemissionen sind verschiedene Gesetze und Verordnungen zu berücksichtigen. Dabei handelt es sich um die Paragraphen 41 bis 43 des Bundesemissionsschutzgesetzes und um die Verkehrslärmschutzverordnung. In dieser Verordnung ist neben den Emissionsgrenzwerten auch das Berechnungsverfahren festgelegt. Bis zum 1. März 2021 waren dies die Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, kurz RLS 90. Für Verfahren, welche nach diesem Stichtag eingeleitet werden, ist die neue RLS 19 zu berücksichtigen. Da die Vorplanung im Jahr 2020 erfolgte, wurde somit die RLS 90 herangezogen. Für ein späteres Planfeststellungsverfahren wird dann die RLS 19 verwendet. Da die A3 beim Ausbau in diesem Abschnitt um einen Fahrstreifen je Fahrtrichtung erweitert wird, sind die Emissionsgrenzwerte der 16. Verkehrslärmschutzverordnung zu beachten. Auf dieser Folie werden die Emissionsgrenzwerte der 16. Verkehrslärmschutzverordnung für die einzelnen Nutzungen und die Beurteilungszeiträume dargestellt. Um die Emissionsgrenzwerte einzuhalten, stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Dabei hat der Gesetzgeber in der Verkehrslärmschutzverordnung festgelegt, dass aktiver Schallschutz, also ein Schallschutz an der Quelle, Vorrang gegenüber Maßnahmen an Gebäuden von Anwohnern hat. Bei aktiven Schallschutzmaßnahmen handelt es sich um Schallschutzwände, Schallschutzwelle, Tunnel, Einhausungen und lärmarme Fahrbahnbelege. Erst wenn die Kosten dieser Maßnahmen außer Verhältnis zum Schutzzweck stehen, wobei es sich um einen juristischen Ausdruck handelt, werden Maßnahmen am Gebäude der Anwohner vorgesehen. Hierbei handelt es sich vor allem um Schallschutzfenster und Schalldämmlüfter. In Deutschland werden die Beurteilungspegel grundsätzlich berechnet. Dies hat den Hintergrund, dass die Berechnungen einen zukünftigen Zustand beschreiben, welcher zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemessen werden kann. Zum Weiteren werden Zufälligkeiten während einer Messung durch die Berechnung ausgeschlossen und eine Vergleichbarkeit hergestellt. Durch die Berechnung besteht zusätzlich die Möglichkeit der Berücksichtigung besonderer Gegebenheiten durch entsprechende Zuschläge, was durch eine Messung so nicht möglich wäre. Im Rahmen der Vorplanung wurden in diesem Abschnitt insgesamt 7 verschiedene Planungsvarianten des Ausbaus auf 8 Fahrstreifen untersucht. Dabei ist es aus schalltechnischer Sicht unerheblich, welche Ausbauvariante gewählt wird, da immer im Vordergrund steht, die Emissionsgrenzwerte einzuhalten. Die einzelnen Ausbauvarianten unterscheiden sich somit nur in der Höhe der Kosten für Schallschutzmaßnahmen, um das gleiche Schutzniveau zu erreichen. Um ein dreidimensionales Modell des Untersuchungsgebietes zu erhalten, wurden alle hierfür notwendigen Parameter eingegeben und modelliert. Neben den örtlichen Gegebenheiten wie Gebäude und sonstige Hindernisse wurden im Berechnungsmodell auch die notwendigen Parameter zur Schallberechnung hinterlegt. Einige dieser Parameter werden hier aufgezählt. Auf dieser Folie ist zu erkennen, wie das Berechnungsmodell in 3D aus der Vogelperspektive aussieht.
Der gesamte Untersuchungsabschnitt wurde in 10 Teilbereiche unterteilt, um für diese Bereiche den aktiven Schallschutz zu bestimmen. Für jeden dieser Teilbereiche wurden unterschiedliche Höhen von Schallschutzwänden und deren Kombination untersucht, um den bestmöglichen Schutz der angrenzenden Bebauung zu gewährleisten. Zusätzlich wurden Varianten mit dem besonders lärmarmen, offenporigen Asphaltbelag untersucht. Die Auswertung für die einzelnen Varianten ergab, dass mit Ausnahme des einseitigen Ausbaus der A3 für alle anderen Varianten eine Kombination aus Außenwänden mit bis zu 8 Metern Höhe, einer Mittelwand mit bis zu 6 Metern Höhe und die Berücksichtigung von lärmmindernden Straßenbelägen als verhältnismäßig anzusehen ist. Mit diesen Maßnahmen lässt sich eine deutliche Pegelminderung in der angrenzenden Bebauung erreichen. Beim einseitigen Ausbau der A3 sind zusätzlich zu den Schallschutzwänden auch Galeriebauwerke notwendig, um das gleiche Schutzniveau zu erreichen. Wegen der höheren Kosten werden diese Varianten aus schalltechnischer Sicht schlechter bewertet. Diese Untersuchungen werden im Rahmen einer Planfeststellung weiter vertieft und auch die neue Berechnungsvorschrift RLS 19 berücksichtigt. Im Rahmen dieser späteren Planungsphase werden Lärmpegel dann für alle Gebäude und stockwerksgenau ermittelt und dokumentiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.autobahn.de.